Ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, Frau Rösner, Sie haben mir gerade ein Bild skizziert, da kommen einem ja fast die Tränen. Und doch. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es kluge Strategie der Opposition ist, wenn man das Land immer schlecht redet. Das bringt Sie nicht nach vorne. Und wenn Sie sagen, in Deutschland, wenn in der SPD sich dem Leute schon anschließen, finde ich das gefährlich für Sie und die Perspektive in der nächsten Periode. Aber, also meine Damen und Herren, wenn wir über die Frage reden, ob Deutschland ein schnelles Internet hat oder nicht, dann nehmen wir doch mal eine Untersuchung, die gerade, oder was heißt gerade, schon insgesamt ein Jahr alt, von Bitkom gekommen ist, die mal gefragt haben, wie eigentlich die tatsächliche Nutzung ist. Und das ist doch der viel entscheidendere Punkt als das, was theoretisch gemacht wird. Und schaue an, Deutschland ist deutlich über dem EU-Durchschnitt. Wir sind auf Platz 5 mit einer Breitbandnutzung von 85%. Auf Platz 1 ist Finnland mit 88%. Das heißt, wir sind hier in der absoluten Spitzengruppe. Und die Diskussion, die wir hier immer wieder führen über Gigabit und Glasfaser und ich weiß nicht, was noch alles für Technologien, die vergisst manchmal einen ganz entscheidenden Punkt. Es kommt nicht nur auf die Geschwindigkeit des Internets an, sondern es kommt auch darauf an, dass sich Menschen das leisten können. Und das, finde ich, ist ein ziemlich wichtiges Argument. Und in den 20 Jahren, die wir mittlerweile die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes haben, sind die Preise heruntergegangen. Und im Gegensatz zu manchem, der das als Problem beschreibt, empfinde ich das überhaupt nicht als Problem. Ich glaube, das ist gut, dass sich auch Menschen ohne ein hohes Einkommen einen Breitband-Internetanschluss in Deutschland leisten können. Und das ist der Grund, warum die Verfügbarkeit in Deutschland so hoch ist und in anderen Ländern möglicherweise nicht. Und wenn wir mal den Vergleich zu den USA ziehen, dann haben Sie da eine ganz andere Situation. Da ist die Versorgung nämlich, gerade in den ländlichen Räumen, extrem schlecht. Da können Sie in der Regel bei AT&T wählen, ob Sie 3 oder 6 Mbit haben wollen, und dann sind Sie noch verdammt gut im Rennen. In vielen Bereichen sieht es noch deutlich schlechter aus. Und wenn Sie in den Städten auf die Glasfasernetze gehen, dann finden Sie jetzt Angebote für $150 im Monat. Und wie man das vielleicht manchmal von amerikanischen Unternehmen fast erwarten würde, wird Ihr Nutzerverhalten auch noch vom Netzbetreiber analysiert, damit Ihnen bessere Werbung zugeschickt werden kann. Und wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie noch mal mehr bezahlen. Ich möchte in Deutschland kein Land haben, wo man 150 Euro im Monat bezahlen muss, um an das Internet angeschlossen zu werden. Und deshalb ist das, was die Regierung macht, gut. Und die Regierung ist hier auch flott unterwegs. Und Frau Kollegin Rösner, Sie haben vorhin gesagt, wir hätten hier irgendwelche Schwierigkeiten, eine Kostensenkungsrichtlinie der EU umzusetzen. Die Wahrheit ist natürlich, dass wir im Jahr 2012 schon eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes gemacht haben. Und viele der Dinge, die sich später erst in der Richtlinie gefunden haben, haben wir hier im Deutschen Bundestag schon vor 4 Jahren implementiert. Und wir schärfen jetzt auch nach an bestimmten Stellen. Um mal die ganz konkreten Dinge zu benennen. Nachdem wir die TKG-Novelle 2012 gemacht haben, ging es darum, dass eben Kabelschächte auch mitgenutzt werden können. Und der Erste, der das beantragt hat, war eine dänische Firma, die auf die Insel Sylt wollte. Und hat gesagt, da hat die Deutsche Bahn wunderbare Schächte durch diesen Hindenburg-Damm, über den man da schön mit dem Zug hinfahren kann. Und die wollten Kabel da reinlegen. Jahrelanger Streit, jahrelanges Theater, am Ende haben wir uns aber durchgesetzt. Und die Kabel wurden verlegt, und das ist auch richtig. Ich weiß, Techniker hassen nichts mehr, als wenn andere Techniker in deren Infrastruktur rumfummeln. Das ist so, das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber wir müssen eben diese passiven Infrastrukturen nutzen. Und was Sie vorhin gesagt haben über die Glasfaserkabel, die jetzt mit der Straße verlegt werden, also ich fahre hier morgens mit dem Fahrrad gerne schon mal über die Karl-Liebknecht-Allee oder so gerne fahre ich das eigentlich nicht. Aber da war 4 Monate lang eine irre Baustelle. Der ganze Verkehr stand still, die ganze Straße wurde aufgemacht. Irgendjemand hat mir gesagt, da wurden neue Leitungen und Kanäle verlegt. So, und da habe ich mich jeden Morgen, als ich da vorbeigefahren bin, gefragt, warum legt da keiner ein Glasfaserkabel rein? Jetzt ist das ganze Ding wieder zu betoniert und keine Kabel sind da. Und was wir doch brauchen, werden künftig Glasfaserkabel sein, genau in den Straßen, wo Laternen sind. Unser Ziel ist doch die 5. Mobilfunkgeneration.
Und dafür brauchen wir alle 200 Meter Sender. Wo sollen die denn hin? Das kann ja nur an Straßenlaternen und an ähnlichen Infrastrukturen passieren. Und wenn doch sowieso schon verlegt wird, dann legen wir das unbeschaltete, das sogenannte Dark Fiber, also das reine Kabel, da rein. Da ist noch keine technologische Entscheidung getroffen. Das ist ein dumpfes Stück einfach nur von passiver Infrastruktur. Und insofern wird es erst dann aktiv, wenn es am Ende beleuchtet wird. Und das wird die Entscheidung von Betreibern sein. Ich mache hier mal ein Kompliment an die Bundesregierung. Wir haben viele Dinge erreicht in dieser Periode. Das Erste ist, wir haben die Frequenzen 700 MHz bereitgestellt. Ab dem nächsten Jahr doppelt so schnelles Breitbandinternet. Auch hier Vorreiter von Europa. Wir verhandeln gerade ab 2020, dass das europaweiter Standard wird. Und wir bekommen im nächsten Jahr auch noch Full HD über Antennenfernsehen. Auch ein sehr positiver Nebeneffekt für die Medienpolitiker, was wieder attraktiv wird. Zweitens, wir haben zum ersten Mal ein richtiges Breitbandförderprogramm in Deutschland mit 2,7 Milliarden Euro, was jetzt genau im ländlichen Raum anläuft und wo die Regierung echt schnell ist und viele Förderbescheide schon rausgegeben hat. Drittens, wir machen jetzt das Digitalnetzegesetz, damit Neubaugebiete mit Glasfaser angebunden werden, damit überall, wo die Straße aufgemacht wird, Kabel verlegt werden und damit wir hier besser werden. Viertens, wir haben endlich die Störerhaftung beim WLAN beseitigt. Und das ist, glaube ich, ein großer Schritt, denn irgendwas muss man ja auch mit den Gigabit-Anschlüssen anfangen können. Und insofern, teilen ist doch eine gute Sache an dieser Stelle. Der fünfte Punkt ist, wir machen die Netzneutralität auf der europäischen Ebene. Und da liegen Sie ganz schön schief, wenn Sie hier wieder im Übrigen einen nationalen Alleingang und einen Flickenteppich machen wollen. Und der sechste Punkt ist, wir wollen die Netze der fünften Generation machen. Und dafür ist das die exzellente Grundlage mit dem Digitalnetzegesetz. Ich freue mich auf die Beratung dieser unzähligen Details. Da werden wir sicherlich auch noch einiges zu tun haben in den nächsten Wochen. Aber ich glaube, dass wir hier mit diesen insgesamt sechs Maßnahmen Breitband in Deutschland substanziell nach vorne bringen. Vielen Dank.